Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rage. So, und mir ist jetzt gerade noch mal was aufgefallen. Und zwar vor dem einen DLC fehlt uns sogar noch eine Fähigkeit, die wir noch freischalten können. Müssen wir mal schauen. Jetzt sind wir natürlich hier... Das ist eine Arche. Jackpot. Hier die Arche auf. Und natürlich wird sie gleich... von der Obrigkeit gesetzt. Impuls, wir nehmen mal Betriebleser. Genau wegen den Kleinen hier. Da kann man mal sehen, was der Dude überhaupt aushält. Alle Feinde in der Nähe wurden ausgeschaltet. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Kein Problem. Sicherheitsscan abgeschlossen. Mr. President, willkommen in der Arche 421C. Okay, dann wollen wir mal gucken. Jawohl, Graf, Pfeilwerfer. Bin mal gespannt, das müssen ja Bolzen sein, oder nicht? Dies ist der Graf-Pfeilwerfer. Er verbindet ein Ziel mit einem anderen Ziel. Und beschleunigt es in dessen Richtung. Je stärker die Verbindung, desto stärker die Beschleunigung. Was? Okay. Der Graf-Pfeilwerfer verbindet ein Ziel mit einem anderen und beschleunigt es in dessen Richtung. Je mehr Pfeile an einem Ziel stecken, desto stärker ist die Kraft, die auf das Ziel wirkt. Ziele und drücke linke Maustaste, um ein Ziel auszuwählen. Ziele und dann auf ein weiteres rechte Maustaste, um das erste Ziel in Richtung des zweiten Ziels zu beschleunigen. Aha, zum Glück gibt's Training. Okay. Hört sich auf erste Sache ganz gut an, aber... frisst recht viel Munition. Erfolgreich. Um einen Gegner zu töten. Setzen Sie den Overdrive des Kraftpfeilwerfers gegen simulierte Gegner ein. Ja, da bin ich mal gespannt. Das Training ist abgeschlossen. Simulation wird beendet. Okay. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt cool ist oder nicht. Müsste man mal so im Open Field sehen. Kriegen auch gleich Munition. Und nochmal 14 Ferit. Na gut. Dann können wir jetzt hier aber Graf Pfeilwerfer upgraden. Wir haben definitiv genug Ferit. Machen wir erstmal alles auf, bevor wir uns das genauer angucken. So, dann fangen wir mal von unten an. So, Waffenmeister. Wenn ein Gegner mit 10 Graf-Pfeilen oder mehr eingedeckt wurde, wird bei einem schweren Aufprall nach dem Auflösen eine Explosion ausgelöst. Okay. Was haben wir sonst noch? Zielsucher primär. Verbessert die Zielsuche von Primärgeschossen. Schneller Primär erhöht die Geschwindigkeit von Primärgeschossen. Schnellfeuer erhöht die Feuerrate. Okay. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit und Magazin. 40 Schuss hätten wir. Hm, ja, ich weiß noch nicht. Mögen Sie der Menschheit einen neuen Anfang bringen. Ob die so cool ist oder nicht. So, wir haben auf jeden Fall hier ein paar Kisten noch. Die wir öffnen, denn ich brauche auch unbedingt nochmal Kohle. Ne, die war hier drin. Gehört aber gar nicht mehr zum Gebiet. Ist einfach nur so dazu. Ne, doch, gehört zum Gebiet. Und die andere ist da ganz oben. Na, okay. Munikisten. Hyperkanonen. So, dann wollen wir gucken. Hier oben ist die letzte Kiste drin. Und das Feldriten, ja, das brauche ich nicht unbedingt mitnehmen. Da brauchen wir nicht so viel.
Jetzt haben wir eigentlich alle Waffen und es soll hier noch in Overgrowth City eine Fähigkeit geben, die wir noch nicht haben, und zwar Leere. Ich habe jetzt extra nochmal geguckt, ob wir jetzt wirklich schon alles haben, weil Vortex und so weiter, ja, haben wir ja schon alles auf Maximum getrimmt, aber ich kann die Leere noch nicht. So, und Ranger-Fähigkeit Lock 012, die Leere-Fähigkeit befindet sich in Overgrowth City. Das heißt, ich würde da nochmal nach Overgrowth City zurück. Jetzt ist die Frage, ja, wir können da sogar Schnellreisen hin. Wunderbar. Und dann müssten wir mal schauen. Das muss ja irgendwo noch eine Möglichkeit geben, das zu finden, wo wir vielleicht noch nicht so krass nachgeschaut haben. So, wir hätten ja zum Beispiel die Möglichkeit, auch hier die Eichtruhe zu holen. Auf jeden Fall. Das muss ja dann irgendwo sein, wo wir noch nicht so wirklich waren. Und ich glaube, das Ranger Scout Bike war jetzt eine schlechte Idee. Weil gerade mit dem Ding kann ich ja richtig gut fahren. Ich glaube, da hätten wir doch eher Phoenix gebraucht, aber na gut. Schauen wir erstmal. Jetzt haben wir ja auch den Sensor. Auf jeden Fall ist da unten wieder ordentlich was. Und ich sehe jetzt auch endlich die Kiste, die mir noch fehlte. Jawohl. Du bist die Letzte. Oh, es hat sich sogar nochmal gelohnt. Nochmal ein Waffenkehrenmod. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt gucken wir mal gen Himmel. Hier irgendwo was sehe. Was Sache? Doch, da vorne. Greifen wir mal kurz auf Autopilot. Na, nun komm, nun eier dich mal hier hoch. Und sträub dich nicht so. Ist jetzt ein Scoutbike oder nicht? Ah, also, klappt doch. So, nochmal kurz aussteigen und nochmal gucken. Hä? Doch, da unten. Da unten. Das sieht man nur so ganz schwach. Hey, Keenan, hier scheint es eine Arche zu geben. Was? Eine Arche. Du weißt nicht, was eine Arche ist? Na klar weiß ich das. Gut, dass du sie gefunden hast. Sorge dafür, dass diese Arche keine Bedrohung mehr darstellt. Okay. Keine Bedrohung mehr. Dann nehmen wir mal gleich unseren Feldtritlaser. Na, ich höre schon. Das geht ja hier schon richtig gut los, aber wie komme ich jetzt da ran? Okay, hier kann ich einen Knopf drücken. Die muss ich hier irgendwie... hier erreichen können. So, zerdeppert. Na, hier können wir draufspringen. Hilft mir jetzt nicht. Den Kran müssen wir, glaube ich, irgendwie. Na komm. Teleportieren zählt hier nicht so. Und, ne? Und wir haben hier sogar noch ein Datenpad. Lob reist. Ah, die Arche rief uns. Wir haben sie gehört. Die Gerada-Heads haben gesät. Wir ernten. Die Arche ist unser. Die Toten wird unser Lied singen. Ein Triumphlied. Okay. So, trotzdem die Frage, wie komme ich da ran an die? Mal gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe für die Fähigkeiten. Weil das klingt ja eigentlich auch ganz cool. Ich sehe dich. Ich sehe euch doch auch.
So, weg mit dir. Kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her hier? Dann mashen wir euch gleich alle weg. Okay, komme ich hier auch irgendwie wieder hoch? Ah, hier ist auch die Kiste. Eine soll hier noch sein. So, die zwei haben wir auch. Und da hinten haben wir auch die letzte Kiste. Und die lässt die Eiche wieder runter. Das lässt die Eiche wieder runter. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Sicherheitsscan abgeschlossen. Mr. President, willkommen in der Arche 401C. Okay, dann zeig mal. Sie haben die Erweiterung Leere installiert. Zielen Sie auf einen Gegner, um ihn in der Luft schweben zu lassen und in eine Zeitbombe zu verwandeln. Was? Und wie mache ich das? Halte in Richtung von schwächeren Gegnern Steuerung gedrückt, um Leere zu aktivieren und sie in die Luft schweben zu lassen. Du kannst sie frei bewegen und dann entweder festhalten und zerquetschen oder sie mit F auf andere Gegner schleudern. Okay. Krank. Nochmal. Okay. Das war's. Das war's, ja. Bei der Leere-Erweiterung kann das Ziel auch zerschmettert werden. Aha. Ja, das hatte ich, glaube ich, gerade gemacht. Gute Arbeit. Hat nicht allzu viel Reichweite, Sie aber haben es passt. Das Training zur Leere-Erweiterung abgeschlossen. Okay, haben wir die Leere? Oder können wir jetzt in die Leere gehen? Auf Biegen und Brechen. Na gut. So, dann wollen wir mal gucken. Ort ist abgeschlossen. Ohne Entschlossenheit ist meine Stärke wertlos. Okay. Da bist du ja. Achso, ich kann noch gar nicht. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Ja, ist okay. Also. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Aber schauen wir mal, was wir noch mit Feltrit in der Leere verbessern können. Stärke des Heranziehens entspricht dem Standard. Okay. Erhöht die Stärke des Heranziehens. Und Maximum haben wir auch gleich mit freigeschaltet. Nur mal schauen. Gut, haben wir doch noch eine Arche gefunden. Meine Güte, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Denn haben wir ja jetzt eigentlich noch ein klein bisschen was offen und müssten jetzt auch gucken, dass wir jetzt den ein oder anderen jetzt hier noch fertig kriegen. Hier sind noch Eichtruhen und Co. Gut, gehen wir erstmal in die Mitte und jetzt machen wir erstmal, bevor wir uns zum Endboss ranwagen, alles soweit auf Nullpunkt. Das heißt, wir räumen jetzt die gesamte Karte nach und nach auf. So, Phoenix. Ja, gib Gas. Gaswalker. Fahr uns mal
Na gut, ich helfe dir mal kurz. Du kommst hier gerade nicht klar. Jetzt. Bau uns mal ins nächste Nest. Wir wollen ein wenig Spaß haben. So. Wollen wir nochmal gucken. Fährst du denn hin, Phoenix? Besser hier einmal komplett außenrum. Na ja, gut. Hier unten machen wir es jetzt mal nicht mit Panzer. Und da ist noch was, wo wir gleich durchkommen. Aha. Mysteriös. Da oben scheint noch irgendwas drauf zu sein. Entschuldigung. Ja, Fletchy. So, dann gucken wir mal. Das muss ja denn da ganz oben sein, ne? Ich glaube, mit Ikarus wären wir da ein bisschen besser durchgekommen. Aber, naja. Mit Ikarus sieht man halt nicht, wenn man jetzt halt nochmal in der Nähe der Gebiete ist, wo die Gegner sind. Ich glaube, im Sumpf würde ich dann auch mit dem Panzer so ein bisschen durch die Gegend fahren. Dort dann einfach. Hier ist ein wieder so ein Banditenunterschlupf. Ja. Fahr da mal richtig rein. Gib mal Gas. So, apropos. Wir könnten ja jetzt mal. Da. Einfach irgendwo rein und dann. Okay. Genau, keiner. Okay, Pfeilkanone finde ich jetzt so ohne Aufwertung nicht so genius. Ja, ja, bam, bam, boom. Ne, unfair ist das noch nicht. Noch nicht. Pieks, 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 pieks. Und Batz. Zumal, das macht auch keinen Schaden so richtig, ne? Das ist erst, wenn wir die Gegner dann hier einmal durchlaufen lassen. Also so richtig Remi-Demi-Waffe. Ich hatte mir da was Cooleres drunter vorgestellt vom Ganzen. Genau, so ist das. So sehe ich das. Also wenn man eine gute Vorbereitung hat, ja, dann kann das gut klappen. Also man muss gut zielen können. Und sie dann auch gut erledigen zu können. Es geht, es geht. Okay, die Spionagedrohne habe ich jetzt total verpasst. So. Bei dir testen wir jetzt nochmal. Okay. Ist alleine nur ein Bank der Beschleunigung weggefallen. Ich sag mal so, es ist eher eine Spaßwaffe. Eher eine Spaßwaffe ist das. Also ernsthaft, nee. Ist sie für mich ehrlich gesagt nicht so. Also, um jetzt zum Beispiel irgendwie einen Boss oder so. Ja, vielleicht ist es so eine geheime Bosskiller-Waffe, weil die halt meistens relativ groß und stark und so sind, ne? Aber, ja, ich weiß nicht. Der macht dann mit der Leere doch ein bisschen mehr Sinn. Die Hyperkanonen bin ich auf jeden Fall nochmal gespannt. So, wo ist jetzt hier die. Ach, die andere Truhe ist da drinne. Ja. So. Huhn werden wir trotzdem mitnehmen, weil ich brauche unbedingt noch ein bisschen mehr Geld, damit ich die Waffenkernmods kaufen kann. Das ist echt nicht verkehrt. Oder drüben? Und dann da unten, oder wie? Oder was? Hier? Ah, hier.
Ja, das Problem ist, da ist jetzt größtenteils immer Feldrit ein bisschen drin. Was mir jetzt nicht allzu viel bringt. Und mein Wagen steht ja jetzt hier sowieso stockfest. Deswegen würde ich sagen, machen wir es einmal so und machen so. Wir können ja hier ein bisschen was ausgeben. So. Boah, ich werde da ganz schnieke. Hier ist auch ein Hochweg gewesen. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Na gut, dann gucken wir uns hier mal um. Sag mir jetzt nicht, dass ich dich richtig getroffen habe. Mit dem Revolver. Ah. Oh. Taschen. Datenpad haben wir hier auch noch. Dampers Tagebuch. Meine Tage sind gezählt. Das Ödland war gut zu mir und ich habe mein Bestes getan, mich zu revanchieren, indem ich die Menschen der Umgebung in ihren Tod mit Würde behandelt habe. Ich hoffe, dass sich das Ödland auch meiner annimmt. Doch nicht alle Gräber sind mit Tod gefüllt. Ich bin auf etwas Feldrit gestoßen, das mir zu wenig schien, um es herumliegen zu lassen. Es ist unter einem Reifen versteckt. Ich habe keine Verwendung dafür. Aber wenn du es findest, dann nutze es bitte, um Gutes zu tun. Ja gut, unter einem Reifen versteckt. Haben wir schon gefunden. Ist wirklich sehr wenig. Na gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal. Ja, die Hyperkanone könnten wir ja nochmal. Ah, gut, Hyperkanone hat jetzt nicht allzu viel Munition. Nehme ich mal kurz das Sturm-MG wieder. So, dann schauen wir mal. Wir hätten jetzt da noch nicht entdeckten Ort. Hier haben wir noch Lagerkisten und Co. Na komm. Tut. Fahr uns da mal hin. Hallo Händlerchen. Das Ding ist zwar schnell, aber nicht schnell genug, finde ich. Ja, erwischt. Wunderbar. Brennen sogar noch vom Weiten. Das ist auch gut. So, einmal rum hier. Autsch. Na komm. Noch ein kurzes Stückchen hier. Keine Ahnung, die müssten wir auch mal durchgelaufen sein oder so. Aber haben uns Datenpad und Co. nicht geholt. Das können wir ja jetzt mal nachholen. Und so wie es aussieht, ist es sogar relativ einfach. Datenpads. Fantastische Funde 6. An einem gemütlichen Abend mit ein paar Drinks im Blindgänger hörte ich eine Gruppe von Söldnern über eine Statue von Dan Hagar reden. Dem berühmten Bürgermeister von World Springs. Natürlich musste ich erstmal nachprüfen, ob die Behauptung überhaupt der Wahrheit entsprechen konnte, und ich zahlte ein sättliches Sümmchen, um mir von ihnen den Weg zur Statue weisen zu lassen. Das Ding sah verdammt alt aus und zeigte einen Reiter auf einem riesenhaften Tier. Der Reiter trug einen Dreispitz und die Inschrift auf dem Sockel war stark erodiert. Die einzigsten Buchstaben, die ich entziffern konnte, waren Lex und Ton. Die Statue ist unbeschriftet sehr alt, aber sie sieht Hagar in keiner Weise ähnlich. Okay, dann einmal weiter hoch. Dann schauen wir hier mal. Irgendwo war hier jetzt die Lagerkiste. Ah, hier. Dann noch weiter höher.
Okay, die andere ist weiter unten. Wie? Ah, ganz unten. Okay. Und Kohle, wunderbar, abgeschlossen. Dann können wir gleich nochmal gucken. Haben wir hier jetzt noch irgendwas? Nicht so wirklich. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Wir hätten jetzt hier noch... Ja, da bin ich ja nicht reingekommen. Kann ich da nicht... Moment. Kann ich das nicht wiederholen? Nee. Den Standort könnte ich aber wiederholen. Bräuchte nur nebenan hinlaufen. Und müsste mal schauen. Irgendwie kamen wir da ja nicht rein in das Ding. So, das wollte ich jetzt nicht. Mal gucken, ja. Wie ich da jetzt am ehesten hinkomme. Ah, das ist zu hoch. Das ist viel zu hoch. Verdammt. Na gut, dann einmal hoch hier. Und Fahrzeuge, wenn es zu hoch ist, dann kann nur der Icarus helfen. So. Hier bin ich ja irgendwie nicht reingekommen. Ich habe gedacht, das wird noch für irgendeine Quest oder so, aber scheinbar nicht. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal alle Goons eliminieren. Okay. Meinst du wirklich, dass es heiß wird? Oder wird das zerquetscht? Es wird zerquetscht. Sehe ich genauso. Also die Fähigkeit finde ich cool. Die kann man auch nebenbei im Kampf ansetzen. Habe ich die vielleicht zu schnell ausgeschaltet? Nee, ne? Zu schnell ausgeschaltet habe ich sie nicht. Ich komme da einfach nur nicht rein. Lass mich hier halt auch nirgendwo... Das ging letztes Mal aber noch nicht. Das wüsste ich, wenn das gegangen wäre. Was? Genau. Da komme ich auch durch. Hier komme ich auch durch. Nein, wir können den Ort absetzen. Und fertig machen. Und hier ist auch irgendwo das Datenpad gleich in der Nähe. Okay, das liegt gleich hier vorne. Zieh dir das mal rein. Ich und Max haben uns umgesehen. Während alle anderen wie verrückt auf den Propantank geballert haben. Wir haben so viel Tech-Kram eingepackt, wie wir tragen konnten. Und draußen bei den Gräben verbuddelt. Wenn wir hier fertig sind, machen wir einen kurzen Abstecher, sacken das Zeug ein und tauschen es gegen jede Menge Tuselfusel. Dann können wir uns den ganzen beschissenen Monat lang volllaufen lassen. Na gut, denn... Hallöchen! So. Was? Das wird heiß? Glaube ich nicht. Das war doch richtig cool. Das lief sogar richtig gut und wir haben es jetzt auch fertig gekriegt hier. Und komplett abgeschlossen. Sehr genius. Hey, jetzt gehen die Türen hier auch alle auf. Aber ich stand doch mehrfach vor der Tür. Warum ist die denn nicht aufgegangen? Ich habe keinen Plan, wieso, weshalb, warum. Es ist einfach so. Aber gut, jetzt wissen wir ja, dass das mit der Quest nichts zu tun hat. Das heißt, wir können uns jetzt in Icarus setzen. Und hier oben hatten wir doch noch einen, ne? Genau, den da oben haben wir nochmal. Ist jetzt so die Frage. Ja, komm. Flattern wir einfach querbeet drüber. In der Hoffnung nicht zu hoch. Blöd ist, wir müssen halt Steuerung gedrückt halten, was gleich den Auftrieb deutet.
Aber schauen wir mal. So, hier ist ja jetzt die Rennstrecke. Hallöchen. Ich darf doch mal, oder? So, dann schauen wir mal, dass wir hier vielleicht noch ein Fragezeichen oder so triggern dadurch. Aha, Konvoi. Ah, hoch, 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 hoch. Ja gut, habe ich noch eins gefunden hier. Was ist das? Was haben wir hier? Kiste sehe ich schon mal. Old Crow. Okay. Ersatzteile ohne Ende. Und Spionagedrohne sogar. Oh, Laser ist immer schlechte Idee. Noch eine fürs Protokoll. Okay, noch eine fürs Protokoll. Passt. So, aber jetzt noch da hinten rüber. Da werden doch sicherlich auch nochmal Goons erledigt. Ja, da liebt einer töten. Na gut, dann wollen wir mal da rein. Ein Jammerlappen. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Nehmen wir mal. Ja, komm, nehmen wir Feldtrietlaser, das geht am schnellsten. Das sind ja wieder hier unsere gepanzerten. Wolltet ihr den Abschaum nicht wegsehen? Bleibt ihr sogar im Overdrive drinne? Was los? Hä? Ach da. So, und hier hinten haben wir auch noch welche. Der wollte sich nicht wegschlagen lassen. Dann wird er gelasert. Ah, was haben wir hier noch? Da rennt noch einer. Genau, dann läutert euch mal. So, und hinten haben wir noch irgendwo einen hier. Die rennen wir ja sogar schon hinterher. Und hier haben wir auch noch irgendwo einen. Wir sind unsterblich. Sehe ich nicht. So, nochmal drei Planungspunkte. Wenn wir kurz ausmachen. Na, Nanoritenschnittstelle. Und eine Kiste fehlt noch. Da hinten. Dann ist der Ort nämlich auch abgeschlossen. Wunderbar. Klappt doch ganz gut. So, dann hier bei klassischer Musik. Einmal kurz die Projekte. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Suchen und Bergen. Soweit completely. Also sowas wie Raketendisruptor, damit die Geschwindigkeit runtergeht. Drohnendisruptor. Und naja, Feldtrieb können wir uns auch nochmal gönnen. Ist aber Suchen und Bergen maximal ausgebaut. Dann würde ich noch sagen, kontrollieren. Ja, Verkäufer, du erhältst durch den Verkauf von Gegenständen 20% mehr Geld. Könnte uns vielleicht nochmal helfen. Mehr haben wir jetzt hier auch nicht drin. Das heißt, das passt eigentlich schon mal. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.